Ja, herzlich willkommen zu Mongo Spielekiste und The Hunter. Heute in der Tarnzelt-Edition Hirschfelden. Multispezies. Wir haben schon einen kleinen Rehbonk erwischt, einen mittelprächtigen Keiler und gerade schon einen richtig schönen großen Rothirschen. Das heißt, eigentlich fehlt uns nur noch der passende Fuchs dazu, aber wir gucken mal, ob wir jetzt noch einen etwas stärkeren Rehbock erwischen. Der letzte ist etwas schwach auf der Brust gewesen, das jetzt mal vorsichtig zu sagen. Das geht besser. Aber die Rehe müssen sich hier auch erstmal gerade wieder so ein bisschen beruhigen durch den Schuss auf den Rothirschen. Haben wir hier mächtig Staub aufgewirbelt. Ob wir den Fasan noch brauchen, weiß ich nicht. Den kann ich jetzt eh nicht schießen, da ich nicht die passende Ausrüstung dabei habe. Also sprich meine Flinte mit Vogelschrot. Fasane gibt es auf jeden Fall. Und Rehe gibt es hier auch reichlich. Ein Fuchs wäre auf jeden Fall auch schön. Aber die sind ja immer sehr rar. Wir sind hier im dritten Teil. Ist das schon der dritte Teil? 6 und 7, oh ja, der dritte Teil. Der Competition. Und wir haben bis auf den Rotfuchs, wenn ich den Fasan weglasse, eigentlich schon alles erledigt. Aber die Folge machen wir auf jeden Fall noch, weil es Spaß macht. Ins Tarnzelt rein. Können wir mal gucken, ob wir vielleicht schon ein paar Rehböcke und vielleicht auch ein Fuchs kommt. Das Rotwild brauche ich eigentlich nicht rufen. Ein Tarnzelt habe ich aufgebaut direkt am oder in der Nähe der Futterstation für die Wildschweine. Da habe ich auch schon einen Keiler erwischt. Das wollen wir jetzt mal ein bisschen in Ruhe stehen lassen, damit es Zeit hat, sich zu erholen. Die Schweine in Ruhe sich sammeln können. Und vielleicht schaue ich dann nachher nochmal vorbei. Das ist aber nur Theorie. Bei den Rehen hier was tut. Ja. Fasan auf jeden Fall. Die Rehe schreien, glaube ich, einfach nur so mal rum.
mit dem Rothirsch vorhin, das war doch wirklich wieder eine herrliche, glückliche Jagdsituation. So, da kommt ein Rehbock. Aber bevor ich es vergesse, dann tausche ich mal lieber wieder die Fernrohre. Also ein relativ kleiner. Zwar größer als der letzte, aber trotzdem noch ziemlich klein. Jetzt wahrscheinlich da eine Senke drin. So schlecht gar nicht zu sein. Bleib mal stehen, bitte. Fasanspuren. Ja, dann pusht uns das Reh auf jeden Fall. Auch schöner Herz, aber ein bisschen weiter nach oben in der Rangliste. Na, guck. Oh, schau mal, eine rechte Lunge haben wir getroffen. Der zweite Schuss ging daneben. 98, ja, also fast Verdoppelung. Aber ist sogar. Erst war doch irgendwie 45 oder so. Das war echt ein mickriges Stück. Ein Schuss, ja, der hätte weiter vorne sein können. Position 96. Eigentlich der Geruchsreduzierer abgeklungen, ich glaube schon, ne? Slot 3, ja, ich weiß, dass Slot 3 leer ist, mein Gott. So. Wo gehen wir denn jetzt mal hin? Also da gibt es auf jeden Fall noch Schweine. Auf jeden Fall mal dahin. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück mit Rotfuchs. Weil der wird echt schwierig werden. Könnten wir also auch noch Glück haben. Das wird mal ein ganz prächtiges Stück erwischen. Ja, das ist, die Schwierigkeit ist halt wirklich, das Zelt aufzustellen.
Also erstmal das Wild zu entdecken, weit genug weg zu sein, das Zelt aufzustellen und dann den Schuss zu platzieren. Also wir sind auf Platz 96 und der erste Platz ist gerade auf mit 1704. Ja, gut. Wie viele Punkte haben wir da? Kann ich noch gar nicht sagen. Es sind 1206 Mitspieler bei dem Wettbewerb angemeldet. Und da wir dann unter den ersten 100 sind, ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Aber wie ich schon gesagt habe, der Wettbewerb ist auch gerade erst angefangen. Das ist vermutlich alles Rehspuren hier oder Fasanspuren. Ja. Ja, lauf, 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 lauf. Komische Vögel. Kein Wunder, dass sie momentan in Deutschland einen schlechten Stand haben, was die Statistikzahlen angehen. Ja, stark rückgängig. Da muss man doch mittlerweile arg fliegen. Dass sie noch einen sicheren Bestand halten können. Könnt ihr jetzt meinen, da wo Fasane sind, sind noch Füchse? Aber dem ist hier leider nicht so. Die Interaktion bezieht sich ja nur auf das gegenseitige Aufschrecken. Gucken wir mal hinten auf den Hügel. Vielleicht eine schöne Stelle ist für ein Tarnzelt. Da ist ein ja echt dusselige Vögel. Tritt man ja schon fast drauf. Ja. Auch der Fasan da. Steht da richtig offen präsentiert der noch. Füchse mögen eher das Weltliche, also die Wälder, nicht das Weltliche, die Wälder, weltliche Gegenden. Da begeben wir uns doch mal ein bisschen an den Waldrand und versuchen da mal zu callen.
ist ja direkt der Weg dahinter. Ein Pilz. Guck, Pilz habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Schon fast vergessen, dass sie es gibt. Gibt es noch vielleicht eine Stelle, wo ich alle drei Felder einsehen kann? Das wäre echt optimal. Da auf diesem Hügel da oben. Das Tarnzelt ordentlich hinstellen könnte. Mal gucken, dass es dann auch gerade steht. Das ist doch echt eine super Position. Also, ne, jetzt war ich die Fasanenspur super. Hier kann man das Feld einsehen. Da sind ein paar Bäume. Da kann man relativ gut drüber blicken. Und mal bis zum anderen Hochsitz. Die Wiesen sind gut einsehbar. Auch gefällt mir. Und dahin kann man auch relativ weit reingucken. Hätte ich noch einen Meter weiter zurückgekonnt. Steht ein bisschen schief. Dahin schießen will, so, so, kann man nicht, weil der Onkel sich hierher hin hocken muss irgendwie. Da ist man hier aus der Seite raus, geht auch nicht. Naja, halbwegs. Ja, so optimal war die Position jetzt vielleicht doch nicht. Alles andere als optimal. Verfluchte Axt. Tarnzelt nach unten schießen ist auch immer blöd. Aber wir haben ja leider das Problem, dass wir uns
wenn wir die Waffe in den Anschlag nehmen, etwas bücken. Ja, tote Hose hier. Fasane, Fasane rufen, Fasane callen. Da steht ein Reh. Ein Weibchen. Das steht da so rum. Eben jenes Reh. Genau das ist es. So, ich werde jetzt noch bis 8 Uhr auf dem Hunter-Mate warten hier. Und dann machen wir Schluss für heute, zumindest mit dieser Episode. Sollte, ich werde dann danach dieses Tanzfeld noch etwas verrückern, damit es etwas besser steht. Und dann werde ich nochmal beim Schweinefass vorbeischauen. Vielleicht ergibt sich da ja noch was, aber das lasse ich euch dann natürlich noch wissen. Aber ansonsten ist diese Episode und damit der
Wettbewerb für mich erstmal gelaufen. Das ist auch schon spät genug. Es gibt auch noch andere Dinge zu tun für mich. Ein Wildschwein. Na guck. Was ist denn? Ja, das ist auf jeden Fall ein Keiler. Ja, aber ein sehr kleiner. 160 Kilogramm. Aber den nehme ich noch mit. Ich da überhaupt einen von getroffen habe. Das ist echt doof hier stehen. Gut. Steht es jetzt etwas besser? Naja. Na, ich glaube, etwas besser steht es jetzt. Gut. Dann schauen wir mal gerade noch nach dem Anschuss. Ist doch nicht etwa unser betroffener Keiler. Ist auf jeden Fall weg. Ja, das ist halt immer die Sache mit dem. Renderzone. Dass wenn die rauslaufen, ihr Verhalten sich auf ein Minimum reduziert. So, hier irgendwo war der Anschuss oder war das bei den nächsten Ballen? Auf jeden Fall keine Spuren. Vermutlich habe ich drei Warnschüsse abgegeben. Das sehen wir jetzt ähnlich. Da ist eine Spur. Der Warnschuss wäre eigentlich hier rechts davon gewesen. Gucken wir mal. Das ist auf jeden Fall die passende Spur. Das ist eine Fluchtspur. Ich schätze mal nicht, dass es da eine Schweißspur zu geben sollte.
waren, glaube ich, drei gezielte Warnschüsse. Pfeif auf die Statistik. Ja, auch eine Fluchtspur. Eine versuchen wir noch. Ja, auch kein Schweiß dabei ist. Hat es nicht sollen sein. Spur. Dann würde ich sagen, gute Nacht da draußen, was auch immer du sein magst. Hier ist Schluss für heute. Es sei denn, ich finde gleich noch was sehr Interessantes am Köderfass, was ich aber nicht glaube. Also, gute Nacht da draußen, was auch immer du sein magst. Bye bye. Ach Leute, ihr macht es mir echt alle nicht schwer. Einfach. Jetzt bin ich hier gerade auf dem Weg zu meinem Tarnzelt. Da steht direkt davor dieser Keiler hier. Ist 190 Kilo. Und dieser Rothirsch hier. Ist 215 Kilo. Samt Kuh. Da hinten steht noch ein Reh rum. Hinter mir ist irgendwo ein Rehbock. Also, das ist alle nicht so einfach. Das ist alles wirklich nicht einfach. Wahrscheinlich läuft hier gleich noch irgendwo ein Fuchs lang. Mich dann wieder nicht entscheiden. So, liebe Rothirschdame, Sie müssen jetzt nicht unbedingt Richtung meinem Tarnzelt gehen. Na? Geh weiter, du hast nichts gesehen. Danke. Der hätte mich beinahe entdeckt. So, schick ist er. Leugnen. Ja, wie gesagt, hier schreit auch noch irgendwo ein Männchen rum aus der Richtung. Also alles ganz fies und gemein hier. Ich hänge das jetzt mal einfach nochmal in die dritte Episode dran. Weil ich muss mich gleich für irgendwas entscheiden. Ja, doch, das war schon richtig. Nee, das nicht. Das da. Ja. So. Weil ich einen Hals nicht voll kriegen kann. Vor dem Fuchs auch noch mal. Ja, das war das Rotwildweibchen. Ja. Da schleicht jetzt der Keiler rum. Kilo, was Gewaff, ja. Geht so. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Wird mir ein schöner Rehbock besser gefallen.
auf jeden Fall kräftiger. So. Wie will der Rehbock aber nicht kommen? Eine B-Dame. Ach, Menno. Schweine haben sich auch vermehrt. Keiler, was kommt da hinten? Auch ein Männchen. Ui, der ist kräftiger. Der ist noch viel kräftiger. Hier der Prachtrehbock kommt, gibt's Schwein. Nachdem ich den vorhin schon so versammelt habe. Ja. Dann gibt's ein dickes Schwein. Der liegt. Was rein. So wünsche ich mir das. Jetzt ist sowieso alles weg. Das Rotwild auch. Dann gehen wir mal sammeln. Kacke. Nächstes Mal muss ich unser Futter mitbringen zum Auffüllen. Da ist nämlich nicht mehr viel drin. Ja, wer viel frisst, der muss auch viel Kacka machen. Auch schön, dass hier so viele Keile auch immer rumlaufen. Da haben wir den richtigen jetzt erwischt. Ein Lungenherzschuss, super. Hätte der zweite Schuss fast gar nicht sein müssen. Oh, der hat auch so
so riesige Waffen da dran. Meine Fresse. Jetzt bin ich mal 983. Super. Linke Lunge und Schädel getroffen. Das bringt mich natürlich jetzt weit nach vorne. Position 42. Fast 1000. Ja, der Rothirsch, den ich hatte, der hatte 246. Das war natürlich auch ein ordentlicher Kaliber. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch ein Monster W. Aber das wird nicht passieren. So, ich sage jetzt gute Nacht da draußen, was auch immer du sein magst. Bis zum nächsten Mal hier bei The Hunter und Mungo Spielekiste.